Ein kurzer Schmerz in meiner Nase und darauf folgt nun ein Mörder-Trip. Jede Nacht immer wieder das Gleiche. Meine Versuche sind missglückt. Ich schaffe es nicht, dem Teufel zu entkommen. Er zwickt mich jedes Mal aufs Neue. Lege mir ein paar dicke Nase, verfalle zurück in meine Träume. Hier gibt es kein bisschen Liebe, kein Glück und kein Vertrauen. Der ganze Ort ist ausgestorben und selten wird sich hier verlaufen. Ich habe sie alle ausgeschaltet. Nun bin ich hier ganz alleine in einem Meer aus dunklen Wolken. Höre die Glocken, sie läuten, sie spielen mir das Lied vom Tod. Und ich erwache am Morgen. Scheiße, wo bin ich gelandet? Die ganze Umgebung verschwommen. Befinde mich in ein Fegefeuer. Das jüngste Gericht hat begonnen. Hörst du die Engel aus der Ferne, während sie in den Flammen schmoren? Dieser muttergefickte Trip, ein Teufel, der mir Befehle gibt. Das weiße Pulver liegt auf dem Spiegel, die Dämonen in meiner Nase fliegen. Evil Cousin, der Feuerteufel, ist das Shit, was ich sieg geträufelt. Spüre ich die Seelen der Toten zerstückelt in Leichen, die weichen nicht von meiner Seite. Geister in weißen und hängen und klirrenden Ketten, die jeden Tag zu mir sprechen. Grausame Stimmen beginnen zu wirken, breche mein Willen und ich muss töten. Creepe nicht in die Kirche, um zu beichten, sondern die Nonne auszupeitschen. Mit der Bibel und bei Wasser wollen die Priester mich bekämpfen, aber es gibt kein Frieden und den Himmel ein Garten Eden. Das sind alles gelogene Geschichten, die euch der Vatikan einredet. Der mächtige Satan hat gesprochen, die Apokalypse hat begonnen. Aus den Wolken fallen die Flammen, eure Schutzengel, die wegen mir verbrannten. Aus den Augen, aus dem Sinn, die Dämonen kommen geflogen. Durch Blutbahnen, Punkt, Punkt, Geschwindigkeit, das Licht erlöscht. Flash, Code, X, vergrabene Gedanken erlangen Oberhand unter dem Einfluss von Sensemann. Schwarzes Gewand, keine Umrandungen im Spiegel zu erkennen. Wenn tote Gestalten um ihr Leben rennen, erwacht der Geist aus seinem Grab. Geheimen verborgen, die Prophezeiungen entstanden. Über jahrzehntelange Forschungen festgehalten im Leder. Glocke schlägt für Armageddon. Diese Welt ist dem Untergang geweiht. Sie bricht in zwei, ein Teil davon zieht Richtung Hölle. Tore offen, Flammen der verdammten Wächter. Die Vernichter zeigen sich.